Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film in meiner Serie über den DJI Mavic 2. Eine Frage, die sehr häufig gestellt wird, ist die Frage nach der Lautstärke, vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Drohnen. Und genau das wollen wir heute hier mal testen. Ich bin extra ein bisschen weiter weg von allem, was irgendwie Krach macht, damit wir hier in Ruhe Drohnen testen können. Und zwar habe ich mir drei Stück ausgesucht. Zum einen natürlich den Mavic 2, dann habe ich die Parrot Anafi Drohne und von Anfang des Jahres auch noch den DJI Mavic Air. Alle drei werden wir der Reihe nach testen und auch den Sound werdet ihr euch anhören können. Ich werde dabei aber jetzt dann die Klappe halten und euch das Ganze nur so ein bisschen einblenden, damit ihr auch einen besseren Toneindruck von der ganzen Sache bekommt. Nur zum Ablauf her, wir werden alle drei Drohnen der Reihe nach filmen und dabei folgendes filmen. Erstens den Start und das Schweben direkt nach dem Start, dann das Schweben in 5 Meter Entfernung und 5 Meter Höhe, dann in 20 Meter Entfernung und 20 Meter Höhe und schließlich in 50 Meter Entfernung und 50 Meter Höhe. Und ich werde dabei filmen natürlich ein Messgerät und die Drohnen selber filmen natürlich auch, sodass ihr da auch noch so ein bisschen optisch was eingeblendet bekommt. Aber hauptsächlich geht es natürlich um das Messgerät, das den Schalldruck misst, damit ihr vergleichen könnt, wie laut sind denn jetzt die einzelnen Drohnen. So, jetzt habe ich aber wirklich genug geredet. Jetzt geht's los mit dem Test und wir starten natürlich mit dem Mavic 2.
Soweit mein Test der unterschiedlichen Lautstärken von DJI Mavic 2, DJI Mavic Air und Parrot Anafi Drohne. Ich hoffe, der Test hat euch gefallen und konnte euch so ein bisschen helfen. Und falls ja, dann freue ich mich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, würde mich echt freuen. Empfehlt mich weiter und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und auch auf das Glockensymbol, auf das Benachrichtigen-Symbol zu drücken, damit ihr die kommenden Filme nicht verpasst. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.